Moin Leute, willkommen zurück hier zu einer neuen Folge EO4 mit unserem mongolischen Reich. So, gut am Belagern hier. Wir haben schon 90%, obwohl wir noch gar keine große Schlacht geschlagen haben. Alles nur von der Besetzung. Na, aber leider haben wir dann dafür hier keinen Fortschritt. Ist ein bisschen ärgerlich, aber nicht so wild im Grunde. So, mal gucken, ob wir die jetzt noch erwischen hier. Damit wir Emeritien mal uns holen können. Wäre ganz gut. Müssen wir mal sehen. So, da ist eine Schlacht beendet. Ach, hier drüben das, genau. Dann befreien wir hier mal ein bisschen. Wir müssten noch ein, zwei Schlachten schlagen eigentlich. Mal gucken. Oh. Der Ding hat schon wieder Frieden gemacht hier, der Osmane. So, kommst du mal da hoch. So, im Meridian haben wir jetzt die Armee weggehauen. Kann man jetzt Frieden machen? Ja, jetzt ist es kein Problem. Wir nehmen noch das restliche Geld. Wenn es ein Diplomat jetzt kostet, aber das ist mir jetzt gerade egal. Oh, hier ist eine Festung drin. Die will ich aber abreißen tatsächlich. Oben wäre die sinnvoller für mich. Aber es braucht eigentlich auch nicht sein. Hier ist alles Steppe. Das ist alles nicht das Problem. So. Was wäre denn hier ein Kern? Ach, die Orgien. Deswegen. Ja, ist okay. Apropos Georgien. Würde auch schon Frieden machen. Ja, fast. Fast können wir Frieden machen. Okay, müssen wir noch ein bisschen schmoren hier. So, dann läufst du mal dahin. Du läufst dahin. Und du läufst dahin. So. Oh, was ist denn hier los in Polen? Die Magnatrebellen kommen. Okay. Der hat keine Armee mehr, oder? Doch, 32.000 noch, aber irgendwie sehe ich nichts. Sehr komisch. Wo hat denn der seine Armee? Sehr merkwürdig. Ach, was ich noch gesehen habe. Wir könnten hier drüben mal ein Handelshaus machen. In Korea. Das sollte ja nicht stören. Dann könnte man nämlich hier den Kram alles noch rüberhieven. Ein Handel, was hier noch drin ist. Mit dem Händler, den wir dann kriegen. Und dann wird das hier hochgeschafft. Dann sollte das eigentlich passen. Zumindest hier mal. Da brauche ich es nicht zum Start machen. Konvertieren muss es dann auch nicht. Außerdem können wir dann auch hier so ein Handelshausteil machen. Mal gucken, ob das reicht. Der Bojing-General ist tot, okay. Wie viel haben wir denn? Wie viel Prozent? 10%? Ist jetzt nicht so viel. So, vielleicht das Ganze machen? Machen wir alle. So. Das sollte auch ein bisschen was für die religiöse Einheit tun. Hoffe ich. So. 22% haben wir jetzt. Ja, wir bräuchten noch das hier und dann könnte es passen. Ja, Japan hat 53. Hm. 22.
Da müssen wir noch. Ach so, ja gut, das ist ja alles. Ne? Fällt mir gerade so auf. Oh. Drückerpresse geht jetzt aber gut voran hier. Hm? Gerade. Ach, wahrscheinlich wegen hier drüben, ne? Hm. Ach, Moskau hat das auch schon. Das ist ja super. Super. Supi ist das. Das kann schon nicht so Kampfprovinz machen, leider. Ach, siehst du? Vergessen hier zu erhöhen. So, machen wir das noch schnell. Kommen wir nicht rein. Hier oben, wie schaut's da aus? Laufen wir mal schnell nach. So, Georgien, hast du noch irgendwo Armee hier hinten? Okay. Schaut's denn aus für Moskau in den anderen Krieg? 65%? Okay. Tschenshuji Rebellen. Aha. So, so. Egal, er hätte den Unterteil den Krieg. So, wie schaut's hier aus? Oh, die haben sich jetzt das alles gekrallt, sehe ich das richtig? Und tritt Mowat in Moskau ab, Litauen dort an Moskau, okay. Ah, jetzt kann ich das gar nicht nehmen hier. Richtig. Ja, da das bis 25 noch. So, das ist durch. Und hier noch Smolensk. Oder nee, gehen wir da hin. Haben wir noch einen General? Nö, alle gestorben mittlerweile. Dann halt so. So, besetzen wir die Teile, die wir nicht sehen. Erstmal. Kannst du. Nee, du kannst auch nicht. König Heschwales, okay. Rebellensieg. Magnaten haben gewonnen, oder? Oder wie? Soll ich das verstehen? Nee, doch nicht. Okay. Er ist bankrott? Cool, ist bankrott. Na, ah, noch bis 24. Das dauert noch. Schade. Schade, schade, schade. So, wie schaut's aus? 23. Okay, es dauert noch. Okay. Toll, jetzt habe ich hier wieder eine Provinz, die nicht belagert ist. Riasan, geh doch mal dahinter. Besetzt das mal schnell. Ach, da ist ja eine Festung drin, siehst du. Gar nicht gesehen. Inflation will ich jetzt erstmal keine haben. Also Osmanen, ne, der geht jetzt voll hier in den Dings rein, ey. Das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Weil ich ihn hier total blockiere überall. Eieiei. Ich krieg da natürlich nochmal ordentlich Zeug zusammen. Sehr unpraktisch. So, können wir jetzt Frieden machen, ja? Okay.
So, Georgien. Dann mal ein wenig Brandschatzen. So. Jetzt geht es hier nicht. Oh, wie nervig. Na gut. So 86% bloß, ne? Kielang konvertiert. Sehr schön. Oh, hier nochmal direkt weiter. Oh, vergessen weiterzulaufen. Ah, die anderen hier scheinen weggegangen zu sein jetzt. Auch gut. Wo sind die nochmal? Da oben. Gut, das müsste der ja machen, oder? Ja. Was machst du? Oh, jetzt habe ich es abgebrochen. Oh Mann. Da geht's. Quasi mir, wo sind denn die Sibirischen? Hier oben irgendwo, oder? Theoretisch? Nee. Doch, die Sibirischen sind hier oben. Wo ist das? Unterer Don ist doch hier drüben irgendwo, oder? Da. Ah ja. Danke. Geht auch. Setzen wir mal schnell in die Ecke noch. Kommt da hier bestimmt einen schönen Rebellen raus, ne? Genau. Da habe ich gar nichts dagegen. Du kümmerst dich um die, wunderbar. Gegen wen kämpft jetzt der Osmanische schon wieder? Ja, ja. Das weiß ich, greift ihn jetzt an, oder? Und hoffe. Ich hoffe, dass ich es schaffe. Jetzt ziehen wir hier nämlich die ganzen Armeen hoch. Und hoffe, dass das Ganze gut geht. Schauen wir mal. So, kommst du mal hier rüber. Kümmerst dich um die Aufständischen. Ah, habe ich gar keine. Ja, dann kannst du auch noch darüber. Wenn hier alles friedlich ist, soweit. Hier haben wir noch ein bisschen Aufstand, okay. Ja, das ist ja okay dann, ne? Wenn hier nur Schmelzer und Aufstand groß, dann kommen wir darüber. Ah, hier auf dem vielleicht, ne? Hm. Und das wäre noch möglich gut. Gut möglich. Hm, obwohl, warte mal, geh mal dahin. So, jetzt ist ein ganzes Land besetzt. Jetzt solltest du ja eigentlich mal andere Dinge tun. Okay. 1000 haben wir jetzt. Uiuiui, das gibt richtig gut Geld hier. So, bist gleich komplett besetzt, Freundchen. Romus wollte ich noch, siehste. Gehen wir da noch hin. So. Okay, dann sammeln wir uns da mal. Du kommst auch hier rüber.
Hä? War das seine Armee? Die sind nicht mehr. So, 99%. Das sollte ja jetzt reichen, oder? Ah, schon besser. Ah, die Festung. Ne, gar nicht so schlecht, wenn ich die noch weghole. Ne, mehr geht nicht? Okay. Ja, dann nehme ich die Ecke, oder? Könnten noch ein bisschen schmoren lassen, das wäre auch eine Möglichkeit. Mit wem bist du verbündet? Medina, Natsch und Jemen. Okay. Ihm ist gerade beschäftigt? Nee. Könnte ich zu dir sagen? Allianz auflösen mit Osmane? Nee. Schade. Das geht auch nicht. Aber wenn ich ihn jetzt so angreife, sind die Dinge nicht dabei, ne? Dann könnte ich die komplett schnappen mir. Tick 17. Ja, das ist schwierig, schwierig. Es wird noch ein Weilchen dauern hier. Denke ich mal, den Nahkampf. Ich investiere jetzt hier einfach nochmal. So. So machen wir das. Wo wollt ihr hin? Nee, bleib hier. Kann ich da durchlaufen? Nee. Dann gehen wir darüber. Fahren wir die da ab, wenn das geht. Haben wir den vollständigen Sieg. Ich glaube, das war die letzte Armee, kann das sein? Haben die alle aufgelöst? Tatsächlich. Die haben einmal komplett aufgelöst. Okay, die laufen darüber, das passt. Dann geh du mal dahin, du gehst dahin. Achso, Moment. Du gehst dahin. Hallöchen. Wie schaut es denn mit Aufständen aus? Ist noch ein bisschen, ne? Ja, ist ungünstig, sagen wir es mal so. Mit hier noch ein bisschen was investieren. Und ein bisschen mehr Gold rausbekommen noch. So, wir können noch ein Darlehen zurückzahlen. Sehr schön. Wie haben wir jetzt noch? Zwei. Fettere Kanonen, sehr schön. So, die sind auf dem Vormarsch. Ja, die Sibirischen haben wir jetzt noch, ne? Der Rest geht eigentlich. Okay, dann holen wir das auch noch hier vor. So. Lassen wir noch ein paar Aufstände los, ja, ne? Würde ich sagen. Hallöchen. Ach shit, jetzt habe ich ihn da abgezogen. Das war auch nicht so clever. Verdammt. Da ist noch eine Festung drin, okay. Na komm. Danke, zwei vom gleichen Schlag.
Stufe 3 Berater. 50% weniger. Ah, ist ein teuer, ne? Ich zahle so schon viel zu viel. Nee, komm. Ich nehme die Admin mal. Das muss es sein. So, wir sind jetzt bei 17%. Das würde gehen. Osmane würde ich jetzt schon ganz gerne angreifen, ehrlich gesagt. Plündern bringt mir nichts, denke ich mal. Ja, so wäre ganz gut. Ne? Ich könnte noch hier ein bisschen warten, bis Aufstand kommt. Um noch ein bisschen den Muskoviten zu ärgern. Das wäre noch eine Idee. Der Ding hat Frieden gemacht. Eieiei. Gefällt mir ja gar nicht. Wieso kannst du hier so viel angreifen? Weil du überall Ansprüche hast, okay. Oh, in der echten Militärkollektion. Kann ich mich da auch anschließen? ...50 AE. Wie viel haben wir denn bei dem? Gar nichts. 5. Ah, die können sich dann alle anschließen, ne? Wenn ich da jetzt angreife. Mehr eine Möglichkeit. Müssen wir mal gucken. Alle Bengalen schon wieder, wollen wieder nichts zahlen hier, die Schweine. Ihr Säcke. Über diese aufständigen Bengalen hier. So, so. Na gut, da kann ich jetzt nicht viel machen. Hab gerade selber kein Geld für die. Das andere dauert noch, okay. So, sibirische Nationalisten kommen gleich. Hier oben. Unterdrückst du das schon? Jo. Das passt. Okay. Gerade nochmal schauen wegen Putschen. Nee. Den Rest könnte ich dann erstmal hier rein investieren. Da hätten wir noch ein bisschen mehr Disziplin. Mal machen. Was? Oh, okay. Oh, das ist neu, okay. Interessant. Sehe ich auch zum ersten Mal, dass die KI bedingungslos kapituliert. Interessant. Was? Klasse Bahamas den Krieg, okay. Ich hätte gerne noch mal auf ein paar Aufstände gewartet. Oh. Da passiert. Oh, interessant. Wenn die Nation kapituliert, gibt es keine Unruhe mehr. Das ist so ein Mist. Das ist ja was ganz Neues. Kann man gar nicht mehr die Rebellen triggern, ey. Das ist ja interessant. Auf jeden Fall. Na gut, dann machen wir Frieden, ne? Festung weg. Einmal kurz leer machen hier. Ich
Ist ja doof, hä? Keine Rebellen mehr. Finde ich aber schon sehr schade. So, 85% haben wir. Okay. Ja, irgendwas abgeschlossen. Baut Manufakturen haben wir abgeschlossen. Oh, da kriegen wir nochmal richtig Kohle. Ist ja geil. Kaiserliche Eroberung. 30 Prestige. Geil, 25er Nationalismus. Minus 5 Jahre. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Ich glaube, wir können jetzt uns erstmal schuldenfrei machen. Ne? Kann das sein? Oh, sehr geil. Wir sind wieder im Plus. Wow. Ich bin begeistert. Keine Dings mehr hier. Sehr cool. Oh, wir haben schon zwei. Die Aufstände. Ah, shit, jetzt geht es nicht mal weiter hier, ne? Ah. Na gut, komm ich gleich mal die Prestige. Hier geht es leider nicht. Ja, komm, machen wir gleich nochmal. Und hier auch. Ja. Nehmen wir jetzt noch hier die Stufe, dann kriegen wir nochmal 30 Prestige. Sehr schön. So, wie schaut es hier aus? 38, 50 brauchen wir. Super. Und Geld haben wir auch noch übrig, sehe ich gerade. Aha. Ja, wollen wir doch gleich mal noch ein bisschen was bauen, oder? Wie schaut's aus? Achso, das können wir nicht bauen, okay. Können wir hier noch was machen? Ja, lohnt sich auch nicht so richtig, hä? Können wir nicht machen. Lohnt sich nicht. Ja, auch nicht. Werkstätten vielleicht. Hm. Vielleicht. Das war's dann aber schon. Aber irgendeine Manufaktur. Hm. Ich glaube, wir bauen noch. Sowas hier. Diesen Tempel. Das sind mal die Unterhaltskosten für den Missionar gesenkt. So. Können wir noch ein bisschen Rekrutenreserven opfern? Das passt schon. Wir kriegen so schnell immer Rekrutenreserven. Zwei Jahre. So, abgeschlossen. Dann war die religiöse Einheit erhöht. Das hilft dann auch nochmal so ein bisschen. Sind bei 98%. Sehr schön. So, ist die Frage, soll ich den Osmanen angreifen? Das könnte schwierig werden. Er ist jetzt schon bei Stufe 18. Der hat halt keine Rekrutenreserven mehr und keine Leute. Ah, ich glaube, ich kriege keinen besseren Zeitpunkt, wo er zwei Ticks höher ist hier im Militär. Ah, der hat schon die Lederkanone, bessere Reiter. Oh. Das ist schwierig. Was hast du für eine Disziplin? Der hat mehr Kanonen, keine Rekruten. Das sollte ja machbar sein, oder? Das war noch ein bisschen, ne, auch nicht viel weniger Moral. Disziplin sind wir gleich. Der hat sogar ein bisschen mehr Absolutismus. Ah. Schwierig.
Könnten nochmal Truppen sein, schicken. Will ich das? Eigentlich nicht, ne? Müsste ich bald Bengalen angreifen, aber die sind verbündet mit Delhi, oder? Natürlich auch ungünstig. Müssen wir mal gucken, wie wir das regeln, weiß ich noch nicht. So, wir könnten hier noch ein paar Dingens machen, Reitertruppen und mehr Kanonen. Hätte ich eigentlich schon ganz gern. Müssten wir noch so ein paar Banner holen. Nehmen wir die mal raus hier. So. Lösen wir die auf. Lösen wir auf. Machen wir hier nochmal. So, ich habe kein Geld. Ah. Das war jetzt nicht so clever. Mehr Banner-Kavallerie. 10 Stück. Nochmal. So. Mehr Kanünchen. Er dauert jetzt zwar ein bisschen länger, bis die aufgefüllt sind, aber lohnt sich durchaus. Hm. Ja, Sanjibad Kalist, muss das jetzt sein? Sehr schlimm. Was haben wir hier so für Gelände? Grünland, Ackerland, Hügel. Ah, wir könnten natürlich auch alle hier rüber schicken erstmal. Da drüben dann draufhauen, ne? Ja, wahrscheinlich besser. Staatssee, nee, lass mal. Achso, ich habe hier keinen Dings mehr dran, deswegen sind wir wahrscheinlich im Plus gewesen. Der für 4, okay. Oh, warte mal. Machen wir das mal so. Ein bisschen im Plus sind wir, ne? Danke. Will man da auch mal ein bisschen vorwärts kommen. Verbesserung der Linsenherstellung. So, so. Dänemark hat Moskau den Krieg erklärt. Jetzt kommen die da auch noch rein. Na, ganz toll. Die haben doch nichts mehr, die Armen. Du bist nur eigentlich verbündet. Nur mit Ostfriesland. Oh. Wäre natürlich auch ein schönes Ziel dann, ne? Ah, dass Bengalen mir nichts zahlt, ist gerade ein bisschen doof. Die haben sich ja ganz schön breit gemacht, du. Das gefällt mir aber gar nicht, ja, liebes Bengalen. Da muss man mal gegen dich vorgehen bei Gelegenheit. Sind noch irgendwo Festungen eigentlich? Oder haben sie alle abgerissen? Ah, da oben ist eine. Okay. Das ist ungünstig. Zufrieden gemacht? Nö. Ah, ich müsste jetzt eigentlich den Krieg erklären, weil die wird gerade aufgerüstet. Die Festung. Hochebene ist halt richtig blöd für mich, ne? Mit hier außen rumgehen, solange da keine Festung ist. Nee. Nee, die kann ich nicht. Da ist das Ding im Weg. Verdammt. Verdammt.
Der hat ja erst eingeschaltet, ne? Kann das sein? Ja, ich riskiere es einfach mal, würde ich sagen. Dann gucken wir mal, ne? Würde ich sagen. Reduzieren wir immer noch die Inflation. So, das sieht ja schon besser aus. Wir können noch ein bisschen was in die Goldprovinz stecken an Geld. Wo war die? Hier. Gehen wir da auch noch ein bisschen Geld raus. So, okay. Dann würde ich sagen, nächste Folge dann gegen das Osmanische Reich. Ich bin gespannt, ob das klappt. Bis dann. Danke fürs Zuschauen. Wiedersehen.